Hello, Alaaf nach Halama. Heute ist Montag, der 4. März, Faschingszeit. Tja, nichtsdestotrotz, die Märkte handeln und teilweise auch JEC, allerdings nicht der MDAX. Heute mache ich hier einen Film über den MDAX, ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her, aber der hat eine hochinteressante Position hier momentan. Vor euch liegt der MDAX, eine Kerze, ein Tag. Das hier ist die 200-Tage-Linie. Da sind wir genau dran gelaufen. Etwas oberhalb davon liegt das obere Band. Aber diese horizontale Linie hier ist nicht nur ein Chartpunkt von hier, sondern ist auch auf den Punkt genau das 61,8er Retracement, was wir hatten von dem All-Time-High runter aus dem August bis in den Dezember rein. Ich war der Meinung, dass wir uns ein bisschen länger hier an dem 50er Retracement aufhalten. Ja, das hat mal ein paar Tage gedauert und dann ist er auch wieder gestiegen, unter der Führung von so Werten wie Kion beispielsweise. Also ich finde insgesamt, der MDAX sieht stabiler aus als der DAX. Der DAX hat am Freitag, siehe Film, einen Shootingstar gemacht, den hat er heute unterboten, damit ein Verkaufssignal eingeläutet. Wir folgen momentan dem Dow sklavisch, der hat jetzt 1,42% nachgegeben und folgen im DAX dem Dow auch runter. Wir haben jetzt momentan 18.47 Uhr. Der MDAX ist noch nicht so sensibel, aber das ist jetzt für mich ein Cluster aus eben diesen Punkten. Chart, Retracement und 200-Tage-Linie und auch das obere Band. Also das sollte schon schwierig werden nach diesem Anstieg hier, dass er da noch nennenswert oben drüber geht. Das nennenswert ist bei mir, dass er durchaus nochmal hier in diesen Bereich gehen kann, da wo im September, am Ende September der Downbruch war. Das ist bei 25.900 rund. Das kann er durchaus in einer Phase der Übertreibung sehen. Glaube ich jetzt aber momentan mal nicht. Für mich sind die Märkte reif für eine Pause. Eben für den Imbiss, den ich schon mal angesprochen habe. Wir haben vom MACD kein griffiges Signal. Der Oszillator gilt als hoch, gilt als überkauft, ist aber noch nicht richtig heiß gelaufen. Hat auch noch nicht mal ein Verkaufssignal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir hier jetzt Schwierigkeiten bekommen und weiter akzelerieren. Wie gesagt, dieser Bereich um die 25.900, ja, den halte ich für möglich, aber wenig wahrscheinlich. Für die Leute, die daran glauben, dass wir weiter hochgehen und dass wir das vielleicht sogar noch rausnehmen hier, bin ich der Meinung, muss man einen Call suchen, der ein bisschen weiter weg ist. Da brauche ich mehr Sicherheit drin. Ich persönlich möchte den noch nicht haben. Ich möchte jetzt erstmal dieses Imbiss holen, hier abwarten, bis wir da auf die 20-Tage-Linie gehen bei rund 24.150. Aber es bietet sich folgender Schein an. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 23.257. 23.257, da sind wir unter dem Band, in der Nähe von dem 38,2er Retracement. Dann bietet sich auch die Chance eines Doppelbodens hier. 23.257 ist die GA25SL von Goldman Sachs. Jetzt schauen wir mal nach dem Put. Das finde ich im Prinzip interessanter. Wenn ich sage, der Markt hat durchaus die Möglichkeit, nochmal hier bis zu 25.900 zu gehen, muss ich also auf jeden Fall einen Schein nehmen, der da ein bisschen drüber liegt, über der 26.000. Da muss ich auch ein bisschen auf den Hebel verzichten. Da gehe ich mal auf 16, mal Hebel. Und da bietet sich sowas hier an. Beziehungsweise, ja, der gefällt mir hier sogar besser. Das ist ein 26.148er. Das ist ein Hebel von 17. Das halte ich für absolut vertretbar. Das ist von Goldman Sachs die GM6GJ8. Wie gesagt, Basis 26.148. Den Put würde ich auf jeden Fall dem Call gegenüber präferieren. Der Call kommt für mich auf die Watchlist, wenn wir hier so in diesem Bereich nochmal sind. Heute und jetzt, Montagabend, nee, kaufe ich den nicht. Das bringt sich. Ich wünsche euch allen Happy Trading und fette Beute. Bye bye.